Herren, Muammar Gaddafi mit seinem neuen Programm Franzosen sind Schweine, Amis aber auch. Die Welt ist sich einig, dass Gaddafi weg soll irgendwie. Trotzdem haben sich 5 Länder bei der Abstimmung zur UN-Resolution enthalten. Zum Amüsement des libyschen Außenministeriums. Wir sind den 5 Ländern, die sich enthalten haben, sehr dankbar. Nämlich China, Russland, Indien, Brasilien und Deutschland. Was für eine Überraschung. What a surprise! Those crazy Germans! Those crazy Germans! You never know what they will do next! Ja, haben wir uns halt enthalten! Haben wir uns enthalten! So what, Freunde? Ne? Uns Deutschen liegt halt das Militärische nicht so. Wir sind ja schon mal in Libyen einmarschiert und das lief so mittel. Ja, man könnte sagen, wenn wir bei einem Krieg dabei sind, geht's garantiert schief. Dann lieber enthalten und neutral bleiben, ne? Unsere Enthaltung ist nicht mit Neutralität zu verwechseln. Ach so. Ja gut, dann sind wir eben nicht neutral, aber wir teilen die Ziele der Resolution halt nicht uneingeschränkt. Die Ziele dieser Resolution teilen wir uneingeschränkt. Ja, wie jetzt? Wir finden es super, aber wir machen nicht mit? Verstehe, so wie diese Freunde, die immer behaupten, sie helfen einem beim Umzug, aber dann im Weg stehen und rufen, ich hab Rücken, du. Ne? Und warum das ganze Theater? Weil Herr Westerwelle unbedingt in den Weltsicherheitsrat wollte. Ne? Sonst würde die verdruckste deutsche Haltung gar nicht so auffallen. Was hat der UN eigentlich damals erzählt, damit sie uns den ollen Sitz geben? Eine der größten Stärken Deutschlands ist, dass wir nicht nur bei unseren Wirtschaftsprodukten, sondern auch politisch als sehr zuverlässig gelten. Und diese Zuverlässigkeit von uns Deutschen wird geschätzt. Ja, natürlich die deutsche Zuverlässigkeit. Ne? Wenn du einen Krieg anfängst, da kannst du uns nachts anrufen. Kommen wir nicht mit. Ne? Ah ja, gut, der Guido hat es eben nicht so mit konsequenten Entscheidungen, muss man sagen. Dafür hat er ein ganz anderes interessantes Hobby. Es gilt eben abzuwägen, Abwägung, 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 abzuwägen, Gesamtabwägung, abwägen, 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 abgewogen, Abwägung, Abwägung, Abwägungsentscheidung, abzuwägen. Ja, dann wollen wir mal abwägen, meine Damen und Herren, ist ja ganz einfach. Auf der einen Seite haben wir Libyen, das ist wirklich ein schwerwiegendes Problem, ne? Aber auf der anderen Seite haben wir eben auch Landtagswahlen in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz, ne? Ja, ihr seht's ja selber. Sorry UN, diesmal ohne uns. Ne? Aber toi, toi, toi beim Kampf gegen Gaddafi und seine Spießgesellen. Die sind leider zu allem entschlossen. Hier, kein Fake, die Hauptnachrichten im libyschen Staatsfernsehen. Ob Tag oder Nacht, ich bin allzeit bereit, das Land zu verteidigen. Dies ist unsere Waffe. Im Namen Gottes verspreche ich unserem Führer, dass ich für ihn meinen letzten Tropfen Blut, ja sogar mein Kind opfern würde. Das ist mal eine schöne Art, die Nachrichten zu präsentieren. So ungefähr. Wir werden knietief warten im Blut und den Eingeweiden der Ungläubigen. Und nun das Wetter. Ja. So gehen Nachrichten, Herr Kleber. Mal als Anregung. Ne?